So, guten Morgen, Checkerfreunde. Ja, wir machen heute ganz früh, 7 Uhr und Sonnenbrille schon, weil die Sonne knallt hier runter. Einen kurzen, spontanen Check über den X125E. Den habe ich spontan bekommen, weil mein M2 Competition in der Werkstatt ist. Ich bekomme eine neue Frontscheibe und ja, wie ihr seht, sind wir elektrisch unterwegs, geräuschlos, fast. Von außen hört es sich an, ein bisschen wie ein UFO. Voll witzig. Ja, ich habe jetzt vollgeladen bei mir in der Firma. 37 Kilometer Rest oder Reichweite hatte ich jetzt. Und ja, jetzt bringe ich den heute Morgen zurück, weil ich ihn wieder abholen kann. Und dann dachte ich, wir machen mal ein spontanes Video. Wie weit komme ich denn hier mit dem X1 Plug-in Hybrid? Ja, weil wir können von außen laden. Deswegen Plug-in-Hybrid und nicht nur Hybrid, der sich selbst wieder auflädt durch Bremsen, durch vom Gas gehen, rekuperieren. Der macht das auch. Allerdings, wie gesagt, kann man den auch von außen extra laden. Ja? Unten rechts steht E-Drive, 36 Kilometer Reichweite. Wir haben es nach Jettingen zu AHG. Mega laden. Geht dort mal vorbei, sagt ein Gruß vom Schwabenchecker. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir da so hinkommen, ne? Wie weit es reicht, wann der Dreizylinder mit anspringt vorne. aber er hat eigentlich ganz schön gut Leistung hier. So. Ja, wie gesagt, jetzt probieren wir das aus. Es tut sich nichts. Wenn ich jetzt natürlich ein bisschen jetzt gleich das Gas durchdrücke, dann springt er an. Das heißt aber, gewissen Gasstellungen, dann unterstützt der Benzinmotor wieder dazu. Oder der wird es der Hauptmotor dann. Und der Elektromotor zieht danach, ja, also wenn ich jetzt runtergehe, merkt man Charge, und wenn ich bremse, macht er mehr Charge, ja. Das ist schon cool, und desto mehr ich bremse, desto mehr Charge gibt es. Desto mehr Rekuperation habe ich, genau. So, jetzt werden wir noch schnell Kilometerstand, den Verbrauch auf Null setzen, was wir da hier, wir haben natürlich nur 30 Kilometer zur Verfügung, oder 37 in dem Fall. Auch keine 100 jetzt, dass man 100 und 100er Schnitt bekommen, aber ja, so ungefähr. So, jetzt fahre ich mal schön ein Stück und dann melde ich mich gleich wieder, ja. Also wir haben 27 Kilometer bis zum Ziel nach Jettingen. Und den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen in Richtung B295 Kalf. Jo, machen wir. Ich habe jetzt den Verbrauch auf Null gestellt, sind jetzt kurz bergauf gefahren. Bitte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Wir fahren nur elektrisch. Gerade eben kurz bergauf, wo ich dann mehr Gas gegeben habe, ist dann der Motor dazu gesprungen. Aber ansonsten, je nach E-Power, Gasstellung, das sieht man, desto mehr ich durchdrücke, desto höher geht der blaue Balken unten rechts Richtung E-Power. Aber dann fahren wir hier jetzt elektrisch. Also ich denke, bis ja, kurz vor Jettingen werden wir elektrisch schaffen. Dann ist es eigentlich schon eine coole Geschichte. Aber ich finde, wenn man das System aufbaut zur Richtung 80 bis 100 Kilometer in der Kombination mit so einem Dreizylinder, finde ich das perfekt. Also da kann man dann echt nichts sagen, ja. Weil die 37... Wir sind jetzt natürlich ein bisschen zäh, wenn ich jetzt eine Firma habe oder wenn ich irgendwo arbeite, wo ich nicht laden kann, reichen mir die 37 jetzt, wenn ich nach Jettingen arbeiten gehen muss, nicht. Ne? Hätte ich jetzt aber, ich sage jetzt mal, 80 bis 100 Kilometer Reichweite, dann ist es durchaus machbar, das zu schaffen, ja? Je nachdem, was für ein Fahrer ich auch bin. Ja. Ich habe jetzt also maximale E-Drive-Modus eingestellt, was wir so haben. Ja? Der nutzt jetzt die volle Energie, so lang wie wir fahren. Und irgendwann schaltet sich dann automatisch die Rekuperation an. So wie jetzt gehe ich vom Gas und er macht Charge. Dann gehen wir runter, dann bremst er schon automatisch durch die Rekuperation natürlich ein bisschen ab. Dann komme ich auf meine 60 runter, was erlaubt sind.
Ja, wenn ich die Bremse noch ein bisschen dazu mache, desto mehr ich bremse, merkt man jetzt hier, demnächst links abbiegen, desto mehr tut er rekuperieren. Ja? Das ist schon cool. Und wir haben ja ein recht geräumiges Fahrzeug. Ich finde es eine schöne Ambiente hier in dem X1. Also mit der tollen Ambientebeleuchtung hier. Frontassist-Knopf haben wir hier, das Navi haben wir drin. Ja, mit Touch. Also das Raumgefühl ist recht groß für den X1, muss ich echt sagen. Also auch Kofferraum hinten fährt sich so eigentlich ganz angenehm, die Kiste. Da kann man echt nicht meckern. Ja, was haben wir hier technische Daten? Ich finde, das Fahrzeug ist schon cool gemacht. Ja, wir haben Allrad X-Drive. Wir haben 1,5 Liter, 125 PS, 3 Zylinder mit 220 Nm Drehmomentmaschine. Plus an der Hinterachse ein 95 PS Elektromotor mit bis zu 165 kW. Ja, das ist ein 10 Kilowattstunden Akku, Lithium-Ionen Akku. Ja. Und in der Masse oder in der Summe haben wir hier mal geschmeidige 220 PS, ja, und fast 400 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon eine Ansage, ja. Und dann haut das Ding in 6,9 Sekunden auf 100. Das finde ich schon echt eine coole Geschichte, ja. Also das ist schon eine gute Kombination. BMW sagt, man kann bis zu 57 Kilometer fahren. Also momentan lag er halt bei einem anderen Verbrauch. Ich weiß nicht, wer das Fahrzeug jetzt davor hatte. Ist ja bloß ein Leihwagen. Aber mir standen 1,38 oder 37 Kilometer Reichweite drauf. Und ja, habe jetzt noch 21 Kilometer Reichweite, weil ich voll auf autarkes Fahren gehe. Also er kann bis zu 135 Kilometer Maximalgeschwindigkeit elektrisch fahren. Und das finde ich auch cool. Das heißt, man kann da sogar ein paar Kilometer auf der Autobahn in die Gelfingstraße. Also in der Kombination, wie gesagt, mit Beschleunigen, ist das schon eine coole Geschichte. Ja. So, immer frühzeitig vom Gas gehen, dass er den Kreisverkehr viel rekuperiert. An der zweiten Ausfahrt verlassen. Also den richtig schön durchlaufen lassen. Ja, bergab ist natürlich das Beste für ein Elektrofahrzeug. Dann gewinnt er natürlich wieder an Energie. Und ja, also bisher ist der Motor nur einmal kurz angesprungen. Das war an einem steilen Berg. Und ansonsten fahren wir hier rechts abbiegen komplett elektrisch. Wildberger Straße. Das ist schon gut. Ich mache jetzt mal das Navi wieder aus. Ja, das sind kurz die Daten da dazu. Ab gute 42.000 Euro geht der X1 los. Plug-in-Hybrid. Mit diesem Motor oder mit dieser Motorleistung. Und das finde ich schon cool. Also da zieht er schon gut an auch. Ja, und dann kam jetzt der Motor dazu, habt ihr das gesehen. Jetzt ist er angesprungen, weil er gemerkt hat, wir brauchen Leistung. Vielleicht können wir ja auch mal schön so eine Beschleunigung machen gleich. Schauen wir mal. Ja, Durchschnittsverbrauch 2,1 Liter. Also um Gemüt und hier im Schwabeländle, ne? Also geht es immer hoch und runter. Ne? Wir haben ja nicht eine konstante Gerade oder so, sondern hier geht es berghoch. Klar, natürlich geht es dann auch wieder bergab. Ganz klar Geschichte, da können wir wieder rekuperieren. Aber am nächsten Berg ziehe ich mir das, was ich rekuperiert habe, gecharged habe, nenne ich es mal. Neues Wort, ne? Gecharged. Wieder raus. Aber so, jetzt kommt hinter mir keiner. Jetzt gucken wir mal. Ne? Kriegen wir da so einen Sprint hin. Machen wir das mal. 0 auf 100. Jetzt machen wir kurz eine Beschleunigung mit dem BMW. So, dann gehen wir mal hoch auf Sport. Tag 100, da machen wir 120. Ah, brutal. Macht der gut. Boah, der marschiert schon ganz schön hoch, ey. Also, saubere Geschichte, ey. Kurz fährt er elektrisch an und dann, aber sofort wieder jetzt
im E-Drive-Modus schon cool. Man kann hier übers Menü, wo sind wir denn hier? Menü, mein Fahrzeug, Fahrzeugeinstellungen, kann ich hier über maximal E-Drive-Konfigurator das anklicken. Dann nimmt er die maximale Leistung, was elektrisch möglich ist. Und wenn ich das wegklicke, macht er einfach eine Kombination, ja. Und springt früher schon der Motor mit an. Und so nutzt er halt die volle Energiepower während dem Fahren. Beim Beschleunigen jetzt natürlich 0 auf 100, ist natürlich der Motor mit angesprungen. Ja. Kurzes Fazit nachher noch, wenn wir fertig sind. Wir haben noch 7 oder 8 Kilometer. Ja, kurzes Fazit. Ich bin jetzt 27 Kilometer gefahren, hat einen Verbrauch von 2,1 Liter, habe sogar zwei 0 auf 100 Videos gemacht und ja, finde ich super, also da kann man echt nicht meckern. Gerne noch ein bisschen mehr Akku, macht 14 rein, dass wir 80 Kilometer weit kommen, statt ein 10 Kilowattstunden Akku. Und dann ist das Ding wirklich mega, also finde ich cool. Kostet zwar ein bisschen Kofferraum, aber mein Gott, dafür bin ich effizient unterwegs. Coole Geschichte, ja. Da seht ihr, da steht mein M2 Competition. Da stellen wir jetzt den hier ab und dann holen wir die Kiste wieder. Ja, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch anklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald. Eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao.